Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten fantastischen Folge von Conan Exiles. Ich bin auf meinem Balkon, auf meinem kleinen, süßen, schönen Balkon. Ich habe noch kein Geländer. Die Bude ist noch nicht ganz fertig. Hier fehlt noch einiges, aber ich wollte hier auch noch eine Treppe nach oben machen, aber das hat alles noch Zeit. Ich will es natürlich auch ein bisschen spannend halten, deswegen werde ich jetzt hier nicht nur rumhocken hier in der Bude, sondern werde ein bisschen was erkunden, ein bisschen rumgehen. Ich schaue nur eben nach. Okay, Fleisch habe ich ein bisschen. Ich habe eine Waffe, ich habe einen Bogen, habe ich Pfeile? Nö, ich habe keine Pfeile, okay. Vielleicht sollte ich mir erstmal ein paar Pfeile machen, bevor ich losziehe. Dann können wir nämlich die Gegend hier ein bisschen erkunden. Ach, geil, ich habe Äste. Da mache ich mir mal 20 Pfeile und werde jetzt losziehen. Ich kann es ja einfach mal dazu sagen, ich spiele das Spiel nebenbei noch mit Freunden. Und zwar online auf unserem eigenen Server. Und da sind wir natürlich auch schon ein ganzes Stück weiter. Und wir sind irgendwo mitten drin, mitten in der Karte. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele schöne Sachen zu entdecken und zu sehen. Die werde ich euch natürlich alle zeigen. Aber alles nach und nach. So. So, das hätten wir auch. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal ein bisschen los. Ah, nee, Moment. Erstmal was checken. Was brauche ich denn alles? Was kann ich als nächstes erlernen? Leichten Turban brauche ich. Handschuhe, habe ich die? Nee, die habe ich natürlich noch nicht. Die habe ich auch noch nicht erlernt. Das muss ich alles machen. Deswegen muss ich aber auf jeden Fall auch losziehen und ein bisschen leveln. Ups. Dann mache ich das mal. Und ich muss auf jeden Fall auf die Jagd gehen, damit ich nicht verhungere. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Sinn macht, jetzt noch ein paar Steine mitzunehmen. Kann ja nicht schaden. Brauche ich ja sowieso genügend von. Seit dem letzten Patch wurde das Schussverhalten, also die Ballistik des Bogens, total verbessert. Oh. Oder auch nicht. Doch, wurde es. Hä? Alter, was? Ich treffe mich irgendwie nicht. Jetzt schon. Nee, sonst war das ja so, dass man wirklich 5 Meter in den Himmel ziehen musste, um irgendwie 5 Meter geradeaus zu treffen. Jetzt ist das aber nicht so. Es ist zwar immer noch ein bisschen so, aber nicht mehr so extrem. Also wenn ich jetzt dieses Häschen hier treffen möchte, muss ich ein bisschen drüber ziehen und dann passt das auch. Leithäschen, aber es bringt Erfahrung. Moment, wo bin ich denn? Ich werde jetzt einfach mal hier rüber schwimmen. Mal gucken, was mich da erwartet. Ja, ich weiß, ich habe jetzt hier direkt auch am Anfang gebaut, praktisch. Oh oh. Doch. Hier direkt am Startpunkt praktisch. Ist vielleicht nicht so schlau. Merke ich gerade oder. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil später braucht man natürlich auch sehr, sehr viel Eisenstein. Und das findet man natürlich nur im Landesinneren. Oh, shit. Shit, das wird nicht gut gehen. Scheiße. Das ist jetzt kein Witz. Das wird wirklich nicht gut gehen. Es sei denn, ich kann immer ein bisschen wegrennen. Und dann mit dem Bogen. Komm schon, stirb. Scheiße. Hilfe! Yeah, Baby! Was willst du? Leg dich nicht mit mir an. Schmackhaftes Fleisch. Dicke Haut. Scheiße! Ah! Noch eins. Was? Wo kommt das denn her? Scheiße, keine Ausdauer mehr. Leck mich fett. Ich werde sowas von sterben.
Scheiße, keine Ausdauer mehr. Da kann ich auch nicht schießen. Fuck, ey. Alter. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Da hinten ist noch so ein anderes Vieh. Ja, keine Munition mehr, war klar. Boah. Da hat ich jetzt aber Glück gehabt. Jetzt aber genug hier. Egal, ein bisschen. Ey! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt reicht's aber langsam hier. Das verdorbene Fleisch schmeiße ich natürlich immer weg. Okay, keine Pfeile mehr. Okay, ich kann mir noch 10 machen. Scheiße. Ich werde direkt wieder von irgendwas gejagt. Spinne? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn hier eine Spinne? Vielleicht sollte ich doch noch nicht an diese Küste gehen. Oder zumindest an eine andere Stelle. Kann man eigentlich unter Wasser abbauen? Nö, kann man nicht. Ja, das ist noch so ein bisschen verbuggt. Ich kann also nicht auf der Oberfläche schwimmen. Sondern ich tauche praktisch immer, aber ich verbrauche dennoch keine Luft. So. Boah, da ist noch ein Krokodil. Alter Vater, ey. So. Zehn Pfeile wird natürlich nicht reichen. Ich brauche Steine und Äste. Aber das ist voll gut für die XP. So kann man richtig gut leveln. Das brauche ich auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich 10 Äste. Ja, Steine müsste ich doch dann eigentlich auch genug haben. Ja, habe ich. Ach, 50 Steine, genau. Da ist mal ein schönes Häuschen. Ich denke, dass wir da jetzt nicht ewig bleiben werden. Früher oder später müssen wir ins Landesinnere. Ich werde jetzt aber erstmal da ein bisschen verweilen. Ich warte jetzt eben auf die Pfeile, dass die fertig werden. So, 20 Schuss ist ja schon ein bisschen was anderes. Was, wo, wie, wer? Ach, da. Mein Gott. Die sind ja super hart, wirklich. Oh. Aber das klappt wirklich super mit den Pfeilen. Da brauche ich halt immer nur genug Pfeile. So, dicke Haut, die ist super wichtig später. Knochen erstmal nicht. Entschuldigung. Okay, ein bisschen Fleisch habe ich, das ist auch gut. Gazellen. Die Gazellen sind zum Beispiel noch relativ verbuggt. Also wenn ich die Gazellen mit dem Bogen anschieße, dann bleiben die stehen und laufen auch nicht weg. Das ist dann eigentlich ziemlich einfach. So ein bisschen. So, jetzt bleibt sie stehen. Und ich kann einfach in Ruhe, gemütlich die Gazelle töten. Natürlich blöd gemacht, aber ich denke, das wird mit der Zeit auf jeden Fall noch gefixt werden. Aber solange es so ist, kann ich es natürlich ausnutzen. Warum nicht?
Was ist jetzt schon wieder? Alter, ey. Diese scheiß Hyänen nicht. Die hängt da irgendwie fest. Das werde ich natürlich auch ausnutzen. Okay, 5 Pfeile für eine Hyäne. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele ich für die Antilope gebraucht habe. Weiß gar nicht, ob ich das jedes Mal wieder da drauf ziehen muss. Ich glaube nicht. Also wenn ich mir neue Pfeile mache. Oh geil, ich habe gleich ein Level up. Man kann natürlich auch mit der rechten Maustaste zielen. Das ist dann ein bisschen genauer. Geil! Okay, Stufenaufstieg. Achso. Was ist denn? So. Bisschen Licht machen. Und dann schauen wir mal nach, was wir machen können. So, verfügbare Punkte. Stärke auf jeden Fall. Und Vitalität. Das ist erstmal wichtig. So, jetzt ein paar Sachen erlernen. Ja, Gerberei. Das ist eigentlich ultra wichtig. Leichte Handschuhe. Kann ich mir nämlich Rüstung machen. Ne, Moment. Ne, Quatsch. Da kann ich Leder machen. So war das. Was? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Ach, Pflanzenfasern. Okay. Egal. Ich dachte, ich wurde angegriffen oder so. Dann erlerne ich mal die hier und den leichten Turban. Okay, ich sehe sehr wenig. Wo ist meine Bude? Keine Ahnung. Da hinten irgendwo. Hunger habe ich noch keinen. Ein bisschen Durst habe ich. Scheiß auf die Fackel, brauche ich nicht. Achso, ja gut, die Rüstung muss ich mir natürlich erst zu Hause machen. Aber ich werde jetzt hier ein bisschen weiter gucken. Ich werde jetzt nicht extra zurückgehen. Weil es hoffentlich relativ schnell hell wird. Oh, war ein Hase, hi. Was? Was jetzt? Was? Boah. Alter, ey. Mich hat's erschrocken. Scheiß Hyäne, ich hab die gar nicht kommen sehen. Oh, da hinten ist. Okay, ist eine Gazelle. Ich suche eigentlich Stöcker und. Stöcker. Äste und Steine. Damit ich mir auf jeden Fall noch ein paar Pfeile machen kann. Ich hoffe, das ist eine Gazelle. Hallo Gazelle? Bist du's? Nee. Ah, scheiß drauf. Dann, es wird wieder hell. Ein paar Pfeile machen kann. Nee. Okay, ich brauche noch Äste. Zum Glück liegen hier eigentlich relativ viele rum immer. Also relativ viele. Okay. Können wir schon mal 10 weitere machen? Schnell kaputt.
kram jetzt hier so ein paar Steine, weil ich zu Hause noch was machen möchte. Und zwar, ich möchte mir eigentlich so eine zweite Etage machen in dem Haus. Dafür brauche ich natürlich Steine oder werde ich Steine brauchen. Deswegen mache ich das jetzt hier. Und ich will ja auch leveln. Nee, ist kein Ast. Oh, mein Bogen ist gleich kaputt. Das ist ehrlich gesagt nicht, was ich fürs Reparieren brauche. Tierhaut. Ich habe sehr wenig repariert. Ach so, mehr Tierhaut. Okay, alles klar. Da wollen wir nochmal gucken. So, Tierhaut. Wie viel brauche ich, um die ganz zu reparieren? Okay, noch ein bisschen. Ja, super geil. Das ist natürlich super praktisch, dass ich das immer wieder neu reparieren kann. Ich muss mir mal angewöhnen, habe ich mir sagen lassen, nicht immer so schnell zu spielen mit der Maus. Weil das ist halt, so spiele ich halt. Es ist richtig schwierig, sich das abzugewöhnen. Also sich so schnell umzuschauen. Ich brauchte 6 Schuss, so wie ich das jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe. Komisch, ich komme da irgendwie nicht richtig dran. Mein Gott, diese Krokodile, ey, die nerven langsam. Zum Glück sind die so langsam. Scheiße, keine Munition mehr. Boah, geil. Ja, das klappt wirklich super, ehrlich. Das ist eine super geile Taktik, Krokodile fertig zu machen. Das verbraucht natürlich nur sehr, sehr viel Munition. Die ich mir dann sehr mühselig wieder neu herstellen muss. Und da ich leider so wenig esse im Moment finde, ist es natürlich umso schwieriger. Aber an sich ist das wirklich eine geile Methode. Oh. Ach krass, ich bin ja direkt an der Statue. Heftig. Heftig. So, hier sind ein paar mehr Äste. Schon mal ein paar Pfeile. Ich glaube, ich kann mir jetzt noch mal 10 machen, wenn ich das richtig. Jo. So. Hm? War ja nicht gerade noch eine Gazelle oder so? Nö. Also wie schnell das Fleisch vergammelt wird, das ist teilweise voll übertrieben. Vier. Ich zähle jetzt mal mit. 5. 6. Ja, wirklich 6 Pfeile. Wie? Ich dachte, die bleiben stehen. Also verhungern werde ich definitiv nicht, ey, bei so vielen Tieren. Wie viel Fleisch ich da jetzt einfach rausbekomme. Und Tierhaut und alles Mögliche, ey. So. Was sagt man? Fallbestand nur noch 4 Stück.
Boah, ey, nee, ne? Scheiße. Okay, jetzt muss ich drauf. Aber ganz ehrlich, hätte ich das mit den Pfeilen jetzt nicht gemacht, dann hätte ich ein Problem gehabt. Hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Boah, sehr viel Fleisch habe ich. Was brauche ich denn noch? Äste. Ich brauche mehr Äste. Weiß nicht, ob hier irgendwie so ein Spawn-Spot von den Krokodilen ist, weil wie viele jetzt hier waren in der kurzen Zeit, ist ja auch nicht normal. Okay, ich kann mir schon mal nochmal Pfeile machen. Affenschildkröten. Die lasse ich jetzt mal gerade in Ruhe. Ach, ich habe ja noch. Ich habe noch 4 Schuss. Ne? Wie kann das denn sein? Egal, umso besser. Ich habe hier doch irgendwo. Da. Ach du Scheiße, das ist ein Vogel. Oh Scheiße, den traue ich mich, glaube ich, nicht. Was? Scheiße, der ist voll aggro. Ah! Boah, der ist auch stark, glaube ich. Alter, was? Ey, der soll mich bloß in Ruhe lassen. Boah, geschafft. Der hat die Antilope auch noch direkt mit. Ich bin der absolute Tierkiller. So. Ja, Tierhaut. Okay. Interessant. Und Wildfleisch, da hat man ja nicht so viel von. Was ist denn mit meiner Axt los? Sah die schon immer so aus? Mit diesem Zipfel da oben? Hm? Wo ist da ein Pfeil? Ja, irgendwas stimmt doch mit meiner Axt nicht. Die sah doch im Leben nicht so aus. Wie viel Knochen ich habe. Und verdorbenes Fleisch, das kann auch weg. Hä? Hey, also, irgendwas stimmt definitiv mit der Axt nicht. Achso, ich halte einen Pfeil in der Hand. Geil. Warum? Wieso halte ich einen Pfeil in der Hand? Egal. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Wo bin ich denn eigentlich? Ah, ich bin hier, okay. Hier scheint irgendwas zu sein. Ich werde, denke ich, jetzt erstmal wieder zurückgehen, mir ein paar Sachen machen und dann vielleicht hier mal so reinrennen. Schon wieder sehr kaputt, so. Boah, die Äste werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wo ist denn eigentlich meine Blut? Ach, da ganz hinten. Was denn jetzt schon wieder? Ach du Scheiße! Fuck, ey. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Scheiße. Komm, Junge.
Bam. Gar nichts dabei. Boah. Kopf abgeschlagen, abgeschossen. Oh, Holz hat sie dabei, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt so ein Lager ist. Ich habe das gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Egal. Alter, der Bogen ist wirklich Gold wert, finde ich. Vielleicht gibt es ja hier noch mehr. Schwebende Schlafsäcke. Schwebendes Feuer, das gibt's hier. Oh, wieder ein Krokodil. Das ist wirklich eine gute Taktik. Bam. Ich muss langsam was essen, beziehungsweise mal zurückgehen. Oh, nee, ich habe nichts mehr. Okay, dann gehe ich zurück. Nicht, dass ich hier noch total blöd jetzt verhungere. Das will ich nicht riskieren. Ja, manche Leute, die zocken so. Finde ich irgendwie auch cool, aber weiß ich nicht. Finde, so ist es einfach besser. Da ist man viel näher dran am Geschehen irgendwie. Boah, die ganzen Äste. Alter. Kann ich nicht liegen lassen. Komm, schnell zurück. Schnell noch Pfeile machen. Kann ich nicht. Scheiße. Mist. Ich muss jetzt ein bisschen die Zeit einkalkulieren, wenn ich das Essen noch braten muss. Keine Ausdauer mehr. Ist ja mega nervig mit dem Pfeil in der Hand, ey. So, Feuer. Holz rein, Fleisch rein. Anmachen. Da Daumen das Fleisch raus. Wegschmeißen. Knochen wegschmeißen. Was für einen braucht man? Dicke Häute, normale Häute brauche ich. Okay, das brauche ich alles. Wacker kann ich nicht reparieren. Klamotten. Die werde ich aber erstmal behalten. Dicke Haut packe ich hier rein. Die Wand mal auf. Können wir vielleicht mal überlegen. Die Gerberei, wo ich die hinmache. Vielleicht hier daneben. Und ich wollte eigentlich hier wie so eine zweite Etage machen, dass ich hier so eine Treppe habe und hochgehen kann, damit der Raum hier ein bisschen besser gefüllt ist. Und hier ist ja geplant, dass ich hier wirklich eine Treppe nach da baue und dann, ich würde gerne da ganz oben irgendwie, vielleicht kann ich mir oben drauf was bauen, das wäre geil. Ich schau mal, was das Essen macht. Okay, ein Steak ist schon mal fertig. Kann ich mir schon mal reinkloppen. Noch eins ist fertig. Ah, genau, ich wollte ja gucken. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Leder? Tierhaut? Tierhaut wahrscheinlich. Achso, habe ich schon drin. Was kann ich denn machen? Die Handschuhe kann ich machen. Den Turban kann ich machen. So, die beiden Sachen mache ich schon mal. Dann mache ich mich auf den Weg hier rein. Hier rein. Hier einfach mal durch. Also, wie kann denn das Fleisch so schnell verderben? Ich verstehe das gar nicht. Was verdirbt denn da so schnell? Check ich nicht.
So, jetzt mal gucken. Ja, yeah, der Turban ist schon fertig. Das Handding ist auch fertig. Wobei, das Leder und so kann ich ja eigentlich hier drin lassen. Ne? Ich brauche das ja eh immer nur hier. Zwirn auch. So. Turban auf. Geil. Und Handschuhe. Schon sehen wir aus wie ein echter, keine Ahnung, Araber. Ich weiß es nicht. Sieht cool aus auf jeden Fall. Aber das Wichtigste ist vor allem nicht, dass es cool aussieht, sondern dass es mir Rüstung bringt. Und ich habe jetzt 6 mehr Rüstungen. Ich packe den Rest mal da oben rein. So, was können wir noch machen? Jetzt erstmal im Moment nichts. Ich will noch einmal schauen, was ich jetzt als nächstes erlerne. Und zwar Fackel, nee, Rohling auch nicht, Steindolch, oh, Eisenkriegshammer, Eisentage, das hört sich gut an. Aber als nächstes werde ich erstmal diese Gerberei erlernen. Und dann, boah, geil, genau, Handwerksgeselle, das ist super. Da kann ich nämlich endlich mal die Eisensachen machen. Und dann brauche ich auch wirklich Eisensteine. Ich habe jetzt wirklich im Moment sehr wenig davon. Das ist eigentlich jetzt nur so ein Nebenprodukt bei der normalen Steinfarmung. Wie gesagt, ich muss dafür ins Landesinnere. Man kann sich auch irgendwie... Ja, ich brauche diese Flasche, brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß, am Anfang gab es eigentlich eine, aber irgendwie konnte ich die nicht einsammeln. Deswegen mache ich mir so eine. So, das hätten wir. Die Sachen packe ich wieder zurück. Okay. Ja, ja gut. Ich werde jetzt noch das Fleisch mitnehmen, was hier ist. Jetzt auch nicht zu viel. Ja, die beiden nehme ich noch mit. Den Rest lasse ich noch drin brutzeln. So, und ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Oh, nee. Ich brauche... Obwohl, die Pfeile kann ich auch unterwegs machen. Die Pfeile kann ich auf jeden Fall unterwegs machen. So, Moment. Flasche ist aufgefüllt. Hunger habe ich auch keinen. Dann wollen wir mal hier rüber schwimmen. Das wäre wirklich mega fett, wenn ich mir eine Treppe bis ganz oben mache und dann oben drauf so eine richtig fette Base. Das wäre richtig cool. So. Boah, geil. Alter, wie viele Äste sind hier bitte? Boah. Ist ja ein Ästeparadies. Krass. Okay, das waren jetzt wirklich viele Äste. Aber ich habe keinen Stein. Ist aber auch kein Problem. Boah, hier ist wirklich eine Menge los. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich möchte jetzt nicht direkt wieder in den Kampf geraten. So frisch. Erstmal ein bisschen farmen. Scheiße, ey. Boah, Alter, sind hier viele Äste. Und viele Viecher. Boah, ich sollte ein bisschen... Ja, wollte gerade sagen, ich sollte ein bisschen mehr ins Wasser. Und schon ist es geschehen. Ich werde gejagt. Weiß aber noch nicht, wo... Oh, scheiße. Fuck you. Scheiße, scheiße, was ist das? Eine Hyäne war das.
Kann ich aus dem Wasser schießen? Ich schwimme jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier runter. Das hätten wir geschafft. Kann ich hier ein bisschen weiterfahren. Schade um die Äste, die da hinten waren. Da waren wirklich sehr, sehr viele. Hätte ich gerne mitgenommen, alle. Aber da ist mir meine Gesundheit, mein Leben doch wichtiger. So, aber jetzt schon mal 20. Konnte ich mir jetzt eigentlich nur 20 machen? Das kann doch gar nicht sein. Okay, 30. Sehr gut. So viel Fleisch brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, ist egal. Ich behalte das jetzt, ich werde es nicht direkt wegwerfen. Aber das verbraucht eigentlich nur unnötigen Platz. Wo wollte ich denn hoch? Ich wollte hier so hoch. Dann gehe ich noch ein Stück weiter. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt? Stein brauche ich noch. Okay, ein Klick zu viel. Finde ich zwar sehr, sehr viele Äste, aber auch keine Steine. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Steine. Ja, hier sind Steine, aber ich hab vor dem Vogel da hinten Angst, weil er schon wieder eine Hyäne. Boah, da sind zwei Hyänen. Vogel, ach du Scheiße. Es wird schon wieder dunkel. Vor dem Vogel habe ich so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vor dem auch. Ist ja ultra gefährlich hier, mein Gott. Was soll's? Scheiße, einmal zu viel geklickt. Boah, das war knapp. Der hat mich keiner erwischt, der Penner. Boah, geil, ich habe gleich schon wieder ein Level-Up. Dieses Wildfleisch brauche ich aber definitiv nicht. Aloe-Blätter, daraus kann man sich Heiltränke oder so später machen, aber da brauche ich jetzt auch erstmal gar nicht. Ich habe nur noch vier Pfeile, ich brauche dringend Steine. Da hinten sind Steine. Boah, scheiße. Okay, greift mich doch nicht an. Na toll. Ich sehe schon kommen, ich höre gleich die Musik, dass mich irgendwas angreift.
Was? Ich habe immer noch nicht genug Steine? Ich dachte, ich hätte schon über 50 gesammelt. So, jetzt aber. Okay, der Vogel ist im Wasser, so wie ich das erkennen kann. Da ist die Antilope. Und ich habe ein bisschen Hunger. Das ist echt blöd, dass es so dunkel ist nachts. Ich meine, gut. Es hat eine Nacht so an sich, ne? Das passt mir jetzt trotzdem gerade nicht. Okay, die Fackel kann ich gerade auch nicht reparieren. Ach, da ist eine Antilope. Yeah. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Das geht wirklich super schnell so. Und da machen wir wieder Stärke natürlich und Vitalität erstmal. Und erlernen die fucking Gerberei. Jetzt haben wir Pfeile gemacht. Jo. Ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen und die Gerberei auch setzen. Da habe ich Bock drauf, weil kann man nämlich schön Leder draus machen und aus dem Leder kann man sich schöne Rüstung machen und zwar bessere Rüstung. Die muss ich natürlich erst erlernen, aber das wird dann der nächste Step sein. Mein Gott, wie weit ist denn das entfernt? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich richtig laufe. Obwohl, doch, da ist meine Bude. Oh, es wird auch schon wieder hell, sehr schön. Keine Ausdauer mehr. Was macht das Feuer? Da ist noch ein bisschen Fleisch drin. Und natürlich verdorbenes Fleisch, was auch sonst. Ein bisschen Tierhaut habe ich ja noch. Ach, genau, ja, Gerberei. So, wo ist sie? Da ist sie. Was brauche ich dafür? 240 Steine, 160 Holz, 50 mal Rinde und 25 mal Zwirn. Zwirn, okay. Okay. Dann machen wir das Ganze mal. 160 mal Holz. Das sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Ja, und Rinde. Rinde kriegt man, wenn man mit der Spitzhacke auf Bäume schlägt. Nur leider kriegt man da nicht jedes Mal Rinde raus, sondern meistens auch Holz. Deswegen dauert das ein bisschen länger immer, Rinde zu sammeln. Die Axt ist... Ich habe die doch gerade repariert. Ach, ich konnte die nicht so viel reparieren.
Weil ich wahrscheinlich keine Steine mehr hatte. Jo, tatsächlich. Das ändert sich aber jetzt. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Gut, in der Zeit repariere ich mal die Axt und die Spitzhacke. Wie viel war das? 240 Steine brauche ich. 'Wird es natürlich ein bisschen dauern, aber auch nicht zu lange. Achso, Holz habe ich genug. Genau, Holz habe ich genug, aber keine Rinde. So, Rinde kann ich jetzt auch direkt sammeln. Ich glaube, 40 brauchte ich davon. Und Zwirn natürlich, deswegen brauche ich Pflanzenfasern. Hier hinten war auch noch ein Busch. Den nehme ich natürlich mit. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Zwirn ich brauchte. Ich gucke gleich sofort nach. Das müsste sein. Oh shit, ich bin gleich überladen. Das ist natürlich Mist. Die Käfer können raus, das kann raus, das Fleisch kann raus. Meinetwegen die Tierhaut jetzt auch eben. Aloe kann raus. Äste erstmal. Jetzt kann ich hier gleich nichts mehr tragen. So, jetzt mal gucken. Ah, Rinde. Yeah. Boah, jetzt wird's knapp, weil ich kann gleich wirklich nichts mehr tragen. Und dann kann ich mich auch nicht bewegen. Okay, Holz habe ich schon mal genug. Aber dann kann ich schon mal 30 Holz rauswerfen. So. Sammeln noch ein bisschen Steine. Ja, okay, Steine hätte ich jetzt genug. Auf den Stein genau. Ja, Rinde brauche ich, Rinde. Klar, jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen, dann muss ich jetzt 18 rauswerfen. Komm, die Fackel werfe ich auch raus. Die heute auch. Das Fleisch hier auch, die Pflanzenfaser muss ich behalten. Ah genau, ich könnte mir schon mal Zwirn daraus machen. Was, nur 9 Stück? Ach du Scheiße. Das Gefühl, dass jetzt im Hinterher läuft. So, mal gucken. Ja, Rinde brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Ich brauche, ich glaube, 40 Rinde insgesamt. Rinde ist ein bisschen mühselig, muss ich sagen. Also, wie gesagt, nicht bei jedem Schlag kommt Rinde raus. Manchmal auch gar nichts, wenn man Pech hat. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sehr knapp bemessen hier gerade alles. Vor allem mit dem zusätzlichen Holz, was ich hier noch sammle, muss ich immer gucken. Ups, vertippt.
Komm schon, ich brauche Rinde. Ja, ein bisschen Rinde war dabei. Ach, scheiße. Wo ist denn mein Zwirn? Ach, da unten. Ja, schon Panik gehabt. Wie viel Zwirn brauche ich denn eigentlich? Boah, ey, 25. Wollt ihr mich verarschen? Zwirn, das nervt so extrem. Vier brauche ich noch. Viermal Zwirn brauche ich noch. Rinde habe ich aber auch gleich zusammen. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, alles tragen zu können bis nach Hause. Das wäre super geil. Das weg, das weg. Komm schon, ich brauche Rinde. Rinde, Rinde, Rinde. Scheiße, nur Holz. Ey, jetzt wo ich kein Holz brauche, kriege ich natürlich Holz, ist ja klar. Muss das leider so umständlich machen. Ich möchte jetzt nicht nochmal zurückrennen müssen. Aber drei Steine fehlen mir jetzt auch, weil ich das repariert habe. Ach komm, schon noch ein Rinde. Yeah! Plus 5 sogar. Hammer. Nee. Scheiße, 50 Rinde brauche ich. Komm schon, ich brauche Rinde. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Ey, die ganze Zeit nur Holz. Ich will kein Holz. Jawohl. Jetzt habe ich aber genug Rinde. Holz kann, ups, auch raus. So. Steine habe ich nicht genug, jetzt aber. Jetzt brauche ich nur noch Zwirn. Nur noch Zwirn brauche ich. Da hinten sind Büsche, so wie ich das sehe. Oh, ich habe Hunger. Also ehrlich gesagt nicht, aus wie viel Fasern ich, wie viel Zwirn rausbekomme, habe ich noch jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube aus 10 einen. Okay, das wird jetzt aber reichen auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall zurückrennen. Und endlich die Gerberei errichten. Pfeil im Arm ist ultra nervig, muss ich echt sagen. Man verbraucht übrigens auch, je beladener man ist, umso mehr Ausdauer. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man zum Beispiel im Kampf, in einen Kampf verwickelt ist und dann so viel bei sich trägt, dann verliert man so schnell Ausdauer. Da muss man echt aufpassen. Ich kann aber wirklich wenig tragen. Nur 160 Steine, 260 Steine, 160 Holz. Und schon ist man fast überladen. Was ein Loop, ey. Geil, die Gerberei ist fertig. Hm?
Ist aber groß. Vielleicht sollte ich die doch hier so hinbauen oder... Oder in diese Ecke. Hier wollte ich ja die Treppe drüber machen. Und diese Ecke ist vielleicht auch doof, oder? Boah, ne. Muss ja mit einem Eingang bauen. So. Ja, so passt's. Das sieht cool aus. Klar, muss ich hier ein bisschen rumlaufen, aber ist nicht weiter schlimm. Also, da muss Rinde rein und Tierhaut. Daraus wird Leder. Schön. Ich habe aber natürlich kaum Rinde. Nur zwei. Und aus dem Leder kann ich dann wiederum, wenn ich das Leder gemacht habe, wieder hier hingehen und dann mehr bessere Sachen machen. Aber die muss ich natürlich auch erst erlernen. Und das ist unter anderem diese mittelschwere Rüstung. Genau, die ist das. Da freue ich mich definitiv schon drauf. Ja, so sieht es jetzt aus. Wir haben eine Gerberei, wir haben eine Rüstungsmacherei. Alles, was das Herz begehrt. Muss ich direkt einen Screenshot von machen. Sieht super schön aus. Tja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und werde in der nächsten Folge mal ein bisschen weiter ins Landesinnere gehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht und gesehen. Ich habe zwei Level gerade gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr aufregend. Ich habe eine Gerberei gemacht und ich denke, das reicht dann fürs Erste. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schaltet bitte wieder ein und ich hoffe, ihr habt genauso einen Spaß daran wie ich. Bis dann. Ciao.